In diesem Video möchte ich mich dem Kompetenzbegriff zuwenden. Wie er um die Jahre 2000 herum vor allem durch die internationale vergleichende Bildungsforschung in die pädagogische und erziehungswissenschaftliche Diskussion eingebracht wurde. Ihren besonderen Aufschwung hat die Debatte um Kompetenzen aus meiner Sicht durch die Teilnahme Deutschlands am Program for International Student Assessment, kurz PISA, und die ersten Ergebnisse im Jahr 2000 erfahren, die durch das schlechte Abschneiden Deutschlands eine breite gesellschaftliche Debatte ausgelöst hat, mit weitreichenden Folgen bis heute. Seit diesem Zeitpunkt nimmt Deutschland immer wieder an solchen riesigen Vergleichsstudien teil, die Sie vielleicht auch unter dem Namen IGLU oder TIMSS kennen. Das Besondere an der ersten PISA-Studie war nun, dass die OECD im Vorfeld Wissenschaftlerinnen damit beauftragt hatte, die Tests so zu entwerfen, dass nicht bestimmtes Wissen abgefragt werden würde. Das hätte auch wenig Sinn gemacht, denn die Schnittmenge gleicher Inhalte in so vielen verschiedenen Ländern wäre nicht besonders groß gewesen. Stattdessen wurde das Augenmerk darauf gelegt, welche Kompetenzen in den Bereichen Sprache, Mathematik und Naturwissenschaften die Schülerinnen hatten. Dabei wurde ein Kompetenzbegriff zugrunde gelegt, wie er durch Franz Weinert definiert wurde. Kompetenzen sind demnach die entscheidende Wendung, die an dieser Stelle eingeleitet wurde, kann man in der Expertise zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards des BMBF nachlesen. Wurde unser Bildungssystem bislang ausschließlich durch den Input gesteuert, das heißt durch Haushaltspläne, Lehrpläne und Rahmenrichtlinien, Ausbildungsbestimmungen für Lehrpersonen, Prüfungsrichtlinien und so weiter, so ist nun immer häufiger davon die Rede, die Bildungspolitik und die Schulentwicklung sollten sich am Output orientieren, das heißt an den Leistungen der Schule, vor allem an den Lernergebnissen der Schülerinnen und Schüler. Hier geht es also darum, dass nicht mehr die Lehrziele und Lernziele entscheidend sind, sondern stattdessen anhand von empirischen Überprüfungen das Erreichen bestimmter vorher festgelegter Kompetenzgrade festgestellt werden soll. Ob unsere Schulen gute Qualität liefern, lässt sich nach dieser Sichtweise also daran ablesen, ob Schüler und Schülerinnen die geforderten Kompetenzen in den Schulleistungstests auch zeigen können. Dass hier auch ein ökonomisierter Bildungsbegriff zugrunde liegt, in dem der Wert von Menschen auch an dem Beitrag gemessen wird, den sie für die Entwicklung der Wirtschaft leisten, muss auch Erwähnung finden. Wichtig ist dabei noch festzustellen, dass der Kompetenzbegriff von Weinert durchaus recht weit gefasst ist. Er bezieht ausdrücklich auch Motivation, Volition und soziale Bereitschaft des Menschen mit ein. Allerdings wurde dann in der konkreten Umsetzung für die Schulleistungstests entschieden, sich aus Gründen der besseren Messbarkeit auf kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten zu beschränken. Außerdem wurden eben nur die drei Bereiche, sprachliche, mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenz, in die Entwicklung der Tests aufgenommen. Und dies ist auch heute noch immer so, obwohl alle drei Jahre eine neue Testung stattfindet. In gewisser Weise hat dies natürlich auch einen gewissen Legitimations-, also Rechtfertigungsdruck erzeugt. Denn wenn ein Fach nicht bei PISA getestet wurde, war es dann überhaupt noch zeitgemäß und wertvoll? Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass in der Folgezeit Wissenschaftlerinnen in allen Schulfächern sich angestrengt haben, den Kompetenzbegriff für ihr eigenes Fach zu bestimmen und daraus sogar Bildungsstandards zu entwerfen. Bis heute bleibt dies allerdings ein unabgeschlossener Prozess, vor allem wenn es um die Aspekte von Kompetenzen geht, die über das Kognitive hinausreichen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Debatte über Kompetenzen auch in der Musikpädagogik geführt werden würde. Dies geschah vor allem aus der Überlegung heraus, dass man fachspezifische Kompetenzmodelle benötigen würde,
wenn man auch für das Fach Musik Bildungsstandards entwickeln wollen würde. In der Sonderausgabe der Zeitschrift für kritische Musikpädagogik aus dem Jahr 2008 kann man die daraus resultierende Debatte ausführlich nachlesen. Die Situation in der Musikpädagogik in Bezug auf die Kompetenzdefinition für den Musikunterricht war zum damaligen Zeitpunkt ambivalent. Wenngleich sich das Fach Musik offensichtlich noch am Anfang der Entwicklung hin zu Bildungsstandards befindet, drängt sich doch bereits jetzt die Frage auf, warum die Umstellung so schwer und qualitativ größtenteils noch unbefriedigend verläuft. Für Musikcurricula ergeben sich im Gegensatz zu den sogenannten Hauptfächern besondere Probleme. Zuvorderst liegt dies sicherlich in der Natur eines ästhetischen Faches, auf das die Konzeption und Terminologie von Bildungsstandards nicht so leicht übertragen werden kann, wie dies beispielsweise für Mathematik der Fall zu sein scheint. Außerdem bestehen insbesondere für die Hauptfächer lange und umfassende theoretische sowie auch empirische Forschungstraditionen, die für die Entwicklung von Bildungsstandards nutzbar gemacht werden können. Eine auch nur ansatzweise vergleichbare Situation ist für das Fach Musik nicht gegeben. Während einige Musikpädagoginnen sich nun der Aufgabe stellten, Kompetenzmodelle für bestimmte Bereiche des Musiklernens zu entwickeln, blieben andere vor allem aus bildungstheoretischer Perspektive grundsätzlich kritisch eingestellt. Hier zeigt sich aus meiner Sicht auch eine Stärke in der tiefen Verwurzelung der Musikpädagogik in philosophischen und bildungstheoretischen Disziplinen. Einer der Autoren, der sich immer wieder kritisch gegenüber den Ansprüchen von Kompetenzmodellen und Bildungsstandards äußert, ist Jürgen Vogt, der diese Kritik auch im Sonderband der Zeitschrift für kritische Musikpädagogik anbringt und grundsätzliche Fragen nach der Verallgemeinerungsfähigkeit von Bildungsprozessen stellt. Nachdem wir nun die Kompetenzdebatte im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends betrachtet haben, geht es im nächsten Video um das Konzept des aufbauenden Musikunterrichts selbst.